heiß. Oh, Tom. Einfach Obstsalat. Was? Nein, du darfst das nicht. Ich glaube, keiner würde das in Kombination alles miteinander essen, oder? Nein. Ah, stopp. Hey, Leute. Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Ich habe heute 10 Hände. Und Tom ist auch dabei. Und Tom ist jetzt auch dabei. Wir werden heute was richtig Cooles machen. Ich muss mich halt so ducken die ganze Zeit. Ja, weil ich die Kamera so gut schalte. Nein, weil du so klein bist. Wir nehmen hier das Video mit dem Selfie-Stick auf. Ja, was erwartest du? So ist gut. Naja, auf jeden Fall werden wir heute einen Tag vegan leben. Freust du dich da drauf? Ich weiß es nicht, Hella. Ich glaube, wir werden halt nicht satt. Hella ist schon irgendwie seit, keine Ahnung, wie lange bist du vegetarisch jetzt? Ich bin jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so vegetarisch. Ja, und es klappt mega gut. Ich finde, man braucht kein Fleisch. Vegan ist halt nochmal eine Stufe höher. Das stimmt. Das ist ja nochmal schwieriger. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren und war nämlich einkaufen. Und es gab so viele Produkte in vegan, das glaubst du gar nicht. Schmecken man denkt es wirklich nicht, aber... Ich weiß es nicht, ich habe die ja noch nicht alle ausprobiert und deshalb bin ich gespannt, was du und wir heute dazu sagen werden. Ob wir satt werden, ja. Das frage ich mich. Und ich habe auch noch bei Eismann ein paar vegane Produkte bestellt und die sind, glaube ich, auch richtig, richtig lecker. Ich werde einfach ein dünner Spieß werden. Und Hella beschwert sich dann noch, dass ich so dünn bin, weil wir einfach nein, wirklich essen nicht. Bekommen. Ich glaube, das wird richtig gut. Also glaubst du, alles glaubst dabei. Du, wir sind hier nicht in der Kirche, hier wird nicht geglaubt. Hier ist das harte Leben. Das ich würde sagen, wir fangen erstmal an und du wirst erstaunt sein, was es für normale Produkte gibt, die einfach dann auch vegan sind. Du glaubst es mir nicht? Das hier zum Beispiel, vegan. Womit willst du es essen, Hella? Du glaubst es nicht. Warum sagst du immer, du glaubst es nicht? Ich glaub's dir, Hella, ich glaub's dir. Also, was ich schon immer ausprobieren wollte, ist das hier. Das hier, das ist so ein Hafermilchdrink. Okay. Aber es ist keine normale Milch, sondern da steht No Milk drauf. Weiß ja nicht. Und dann habe ich, oh mein Gott, ich wollte 2 unterschiedliche Sachen ausprobieren. Du hast 2-mal Hafermilch gekauft. Das heißt, wenn uns die eine nicht schmeckt, dann können wir ja noch die von der anderen Marke probieren. Oh. Mann, ich wollte halt eigentlich, es gibt doch Soja und Hafer. Es gibt ja ganz viele Tausende. Und ich dachte, ich suche mir einfach mal 2 raus und kaufe die dann. Es gibt Tausende und ich kaufe 2-mal das gleiche. Ja, es gibt auch so Kokosmilch und sowas halt alles. Bananenmilch gab's da und ich nehme 2-mal das gleiche. Ja, dann lass das jetzt einfach probieren und hoffen, dass das das Beste ist. Ja. Dann kriegt jeder von uns noch eine Schüssel. Und einfach diese geilen Kellogs. Wo steht, dass sie vegan sind? Das stand da einfach in den Regalen. Das war richtig praktisch. Da stand dann zum Beispiel Kellogs und dann stand da so vegan. Ah, hier steht auch so, da hinten ist so ein Vegan-Zeichen drin. Ja, genau. Hier steht auf jeden Fall Shaking, ja. Diese Milch muss man schütteln. Tom, hast du schon mal so eine Hafermilch probiert? Ja. Und? Also ich weiß nicht, ob es Hafermilch oder eine von den anderen 1000 Milchs war. Aber ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen und da habe ich mich so gefragt, was isst man vor so einem Halbmarathon? Und das war halt morgens zum Frühstück. Da sollte man eben keine normale Milch irgendwie essen, weil die schwerer verdaulich ist oder so. Ja. Und deswegen habe ich damals auch so eine Hafermilch oder sowas gegessen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie sehr wässrig und nicht so nice geschmeckt hat. Ich habe das Gefühl, das ist alles eine Sache der Gewöhnung. Okay. Wenn man sich dran gewöhnt, dann ist es bestimmt auch lecker. Dann ist nicht mehr, sieht aus wie Gold und schmeckt wie Scheiße, sondern dann sieht es aus wie Gold und schmeckt irgendwann auch wie Gold, wenn man sich dran gewöhnt. Irgendwann schmeckt die Scheiße wie Gold. Ich würde sagen, jeder probiert eine unterschiedliche. Vielleicht schmeckt ich nehme die. Können wir uns das noch jetzt eigentlich? Okay, also der Look war schon mal in Ordnung. Es sieht aus wie Milch, aber so ein bisschen dunkler. Sieht aus wie Gold. Kann man auf jeden Fall machen. Sicher? Mega. Wirklich. Schmeckst du gar nicht. Ich habe das, ja, das ist das Ding, man schmeckt davon nichts, weil das nach Wasser schmeckt. Hä, das schmeckt mega gut. Echt? Ja, das schmeckt richtig gut. Warte, lass mich mal probieren. Ich probier das mal. Anders in Erinnerung. Nee, ich probiere jetzt Achso, du probierst die andere. Oh mein Gott, ich hatte das Gefühl, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist echt schon länger her. Und da hat es mir nicht geschmeckt. Und jetzt war ich richtig fassungslos. Aber das ist schon so lange her. Ihr glaubt es mir nicht, hätte Hella jetzt gesagt. Aber ich werde jetzt the original Oatly Hafer Classic. No Milk, no Soy, no A, whatever. Okay, ich probiere es jetzt. Das ist ja braun. Ja, also ist eigentlich schon weiß, aber so ein bisschen dunkler. Ella, wieso hast du mir einen kleinen Löffel gegeben? Ich esse mein Müsli nie mit kleinen Löffeln. Kannst du mir bitte einen großen Löffel geben? Ich nehme immer solche kleinen Löffel. Ja, da wird man ja nicht satt von. Doch. Nein. Du kannst auch einfach öfter diesen Löffel benutzen. Bitte gib mir einen jetzt, großen bitte. Löffel, nö. Oh mein ich boykottiere es. Hier, Bester, ich bin unzufrieden mit einem kleinen Löffel. Und? Also würde ich jetzt blind die Milch probieren und nicht wissen, dass es vegan ist, würde ich es, glaube ich, auch nicht merken. Ich mache jetzt mal blind. Hm. Ist das etwa vegane Milch? Nein, Spaß. Hier, probier. Hey, was guckst du so skeptisch auf einmal? Die schmeckt ja geiler.
Echt? Die, ja, die du hast? Ja. Ja, dann muss ich die auch nochmal probieren. Und? Nee, die schmeckt nach Wasser. Nee. Doch, die hier, nee, ist besser. Wie wir einfach einen anderen Geschmack haben, das kann doch nicht sein. Also dir gefällt die wirklich besser? Mhm. Nee, ich finde die viel besser. Mhm. Wow. Gut, dass ich zwei unterschiedliche gekauft habe. Dann war für jeden was dabei. So, jetzt gönnen wir uns das erstmal. Ein paar Sekunden später. Schaut euch das einfach an. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin schon fertig mit meinem Minilöffel. Mhm. Und du mit deinem Riesenlöffel bist ja wohl immer noch nicht fertig. Das kann doch nicht sein. Er hat da viel mehr. Ja. Nee. Hattest du nicht. Du isst einfach so. Wie hast du das gemacht? So. Nein, ich habe einfach ganz normal gegessen, aber es hat richtig gut geschmeckt. Naja, es geht weiter mit dem Frühstück. Es gibt noch viel mehr. Es gibt echt noch richtig leckere Sachen. Es gibt jetzt nämlich Brötchen mit richtig leckerem Aufschnitt. So, Backofen ist an. Ich bin halt gespannt auf diese Brötchen, weil die sehen so richtig gesund aus. Weißt du, mit so einem Möhrchen drin. Das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt auf die Brötchen. Die sehen auf jeden Fall größer aus als auf dieser Verpackung, oder? Das ist auch nur ein Foto. Was ist mit Backpapier? Egal. Geht das jetzt hier einfach so drauf? Also wie faul will man sein? Ich mach Essen bestellen und dann auch noch ohne Backpapier. Ich würde sagen, stell einen Timer. Okay, der Timer läuft, oder? Okay, wer? Perfekt. Schau dir das an. Nutella, aber das ist ohne Palmöl und vegan. Okay. Wenn das gut ist, dann werde ich mir das jetzt immer kaufen. Was heißt eigentlich vegan genau? Das ist ohne tierische Produkte. Wenn man jetzt zum Beispiel kein Fleisch und kein Fisch isst, dann ist man ja vegetarisch. Und wenn man auch keine tierischen Produkte isst, dann ist man vegan. Ich habe jetzt mal die offizielle Definition von Google rausgesucht. Veganismus ist ein aus dem Vegetarismus hervorgegangenes Ernährungs- und Lebensweise. Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Habe ich genauso gesagt, ne? Einige meiden darüber hinaus auch andere Tierprodukte und lehnen weitere Formen der Nutzung von Tieren ab. Aha, interesting. Ihr lernt auch was dazu, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich glaube, wenn du Veganer bist, dann darfst du auch nicht mehr angeln gehen. Ja, ja, wie, kommt drauf an, wie hart man Veganer ist. Ich glaube, manche Veganer dürfen angeln oder können angeln gehen, wenn sie es mit sich selber ausmachen können, manche eben nicht. Ja, aber ich glaube, das geht da nicht. Doch, hier steht manche, also das kann man ja selber entscheiden. So, nein, das ist ja kein Gesetz. Nicht. Das ist ja kein Gesetz. Doch. Wenn ich Veganer bin, dann darf ich das nicht. Oh nein. Ich finde, wir sollten uns einfach eine Woche vegan ernähren. Eine Woche? Ja. Erstmal den einen Tag abwarten, ey, ob ich hier satt werde. Ja, ich bin gespannt, was du am Ende sagst. Ich glaube, das ist alles super lecker. Gibt es eigentlich auch was zu trinken? Ja, ich habe richtig coole Sachen. Ist nicht jedes Getränk vegan gefühlt, außer Milch? Also ja, es gab viele vegane Sachen, aber ich habe uns zum Beispiel das hier, einen Haferdrink-Kakao. Warum Haferdrink schon wieder? Ich wollte es unbedingt ausprobieren, weißt du, weil das ist wie Kakao, aber halt in vegan und das finde ich cool. Dann zum Beispiel hier habe ich uns so eine Smoothie Bowl. Oh nice, das trinke ich. Smoothie Bowl vor allem. Grüner Smoothie aus Frucht und Gemüse. Und dann habe ich hier zum Beispiel Orangensaft, der ist natürlich auch vegan. Nein, da ist Fruchtfleisch drin. Da ist Fruchtfleisch drin. Nee. Das geht doch nicht. Dann habe ich doch das hier. Schokolade. Und den Rest kommt später. Ach, das ist nur das zum Frühstück. Das ist zum Einfach Frühstück. Acht Getränke oder vier. So, das möchte ich unbedingt trinken. Ich probiere diesen Smoothie. Und dann haben wir natürlich noch als Aufschnitt hier veganer Schinkenspicker. Den essen wir halt auch den immer. Den essen wir immer. Und dann habe ich noch das hier, das ist dieser Fleischsalat, aber den haben wir eigentlich schon aufgegessen. Mm. Aber der ist auch vegan, habe ich gerade gesehen, der war einfach noch in unserem Kühlschrank drin. Ich möchte jetzt erstmal diesen Haferdrink probieren. Ja, probiere. Ich trinke jetzt diesen Smoothie. Es gibt bessere Smoothies, okay. Also ich kaufe auch nie grüne Smoothies, um ehrlich zu sein. Und? Also es ist nicht das Schlimmste, aber auch nicht das Allergeilste irgendwie. Okay. Er schmeckt halt wässrig. Das ist halt das Ding, das meine ich halt mit diesen Haferprodukten. Schmecken halt so ein bisschen wässrig. Aber an sich nicht so schlimm, oder? Aber wie Hella sagen würde, man kann sich dran gewöhnen. Ja. Warte, jetzt möchte ich noch mal das andere probieren. Das hier? Nein, das probiere ich jetzt mal. Okay. Als erstes. Schokolade, rein pflanzlich, einfach himmlisch. Ah, das ist mit Soja. Und? Welches ist besser? Also das schmeckt auf jeden Fall nicht so wässrig. Also ich mag das hier, glaube ich, lieber. Das schmeckt eigentlich echt mega gut, aber im Nachgeschmack irgendwie ein bisschen komisch. Nö, ich finde es geht. Ich trinke jetzt noch diesen O-Saft. Du hast noch mehr Getränke, oder? Ja. Gut. Weil sonst trinken wir jetzt schon alles aus. So, mach mal auf. Ja, das ist halt O-Saft. Jeder weiß, wie O-Saft schmeckt, glaube ich. Oh mein Gott, schmeckt das gut. Wow, was ein veganes Produkt. Wow, einfach köstlich. Sind die Brötchen schon fertig? Nein. Die brauchen noch 2 Minuten. Nee, 3. Ich wollte gerade sagen, Hella. Oh, wir haben aber gar nicht diesen veganen Käse oder so gekauft. Fällt mir auf. Du warst einkaufen, Hella. Sie sagt einfach wir. So, wenn es was Schlechtes ist, dann sagst du wir. So, da bin ich mitschuld. Aber wenn du sagst, oh, ich habe so gut eingekauft, dann warst es nur du. Ja. Tick, tack,
Tick. Ella muss schon ganz schön langweilig sein. Sie liest nämlich nie irgendwas. Aber da sind Bilder drin wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ja okay. Bilder. Bilderbücher sind dann schon wahrscheinlich, ja. Ich habe einfach so keinen richtigen Nachtisch bestellt. Was? Das muss wiederholt werden, so geht's nicht, oder? Was? Ja. Wie konntest du das vergessen? Ich weiß nicht, obwohl Nachtisch einfach... Ich glaube, das ist meine Lieblingsspeise von allen. Bist du eher so der herzhafte oder süße Typ? Herzhaft. Ich bin eher süß. Ich bin süß. Ja, die haben hier richtig leckere Sachen. So, ich glaube, so langsam können wir gleich mal nach dem Brötchen schauen. Hella, es ist schon zu spät. Hier, oh, 11:35. Ich bin schon beim zweiten Katalog angelangt. Jetzt mach, schau mal, es los. Gibt hier so geile Veganer. Ja, jetzt hol aber die Brötchen raus, sonst verbrennen die noch. Los. Ja, okay, ich hol die raus. Die sehen richtig gut aus. Aber die sehen echt gut aus. Die sehen so knackig aus. Oh, die sind richtig knusprig. Oh, hört ihr das? Ah, heiß. Oh, Tom. Heiß. Mein Gott. Einfach reinbeißen. Aber ich glaub, wieso haben wir eigentlich 4 Stück gemacht? Wir können dann gar nichts mehr zum Mittagessen essen. Wir schaffen das halt nicht mehr alles. Ja, du schaffst das nicht. Ich schon. Haha. Gibt's eigentlich auch vegane Butter? Oh, ja, das gibt's bestimmt. Oh, die haben wir vergessen zu kaufen. Oh, Mann. Aber die fühlen sich so knackig an und riechen auch richtig gut, ne? Oh mein Gott, da ist ja auch so Mais drin, oder? Ja, und Möhren. Krass. Einfach Obstsalat. Das was? Ist gut. Vor allem Obst, Gemüse ist das. Einfach nicht hinschauen. Einfach nicht hinschauen. Ich glaube, ich nehme erstmal diese Marmelade. Was ist das überhaupt für eine Marmelade? Das weiß ich noch gar nicht. Das ist Waldbeeren mit Vanille. Mm. Delicious. Mhm. Das hört sich richtig gut an. Boah, dieses Brot ist so lecker. Man hört es halt richtig. Boah, das ist so gut. Du glaubst es mir nicht, dieses Brot ist richtig lecker. Hella, du musst mir nicht immer sagen, dass ich dir das nicht glaube. Du glaubst auch, ich glaub dir gar nichts, ne? Ja, halt wirklich. Probier du das mal. Probier jetzt hiervon einfach von meinem Brot. Okay, muss ich dann beiß einfach mal so ab. Einfach mal so. Einfach mal so. Einfach mal wild sein. Einfach mal du wild sein. Du glaubst es mir nicht. Einfach mal wild sein, Leute. Und einfach mal von einem Brötchen abbeißen ohne Ausschnitt. Ja, mach mal. Dass ich mir das mal traue, wirklich. Zehn Versuch hat nicht geklappt. Lecker, oder? Mhm. Das ist mega geil. Auf jeden Fall knackig. So, jetzt aber mal nach den Normen unserer Gesellschaft mit Aufschnitt. Mmh. Mega, ne? Kann man machen. Tom, wir müssen mal so ein Video drehen, wo wir vegane Produkte versus normale Produkte. Weißt du, dann haben wir nämlich den direkten Vergleich. Das stimmt. Das wäre mega cool. Das hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Ja, ist jetzt auch egal. Nächstes Mal. Egal. So wie letztes Jahr. Da haben wir doch so ein Weihnachtsvideo gemacht. Teurer versus günstig oder so. Ja, genau. Bin echt gespannt, wie dieses ich auch. Möchte gern Nutella schmeckt. Hallo, möchte gern Nutella. Ja? Ich glaube, das ist richtig gut. Hoffen wir es einfach mal. Werde ich das in Zukunft kaufen. Und denk einfach jetzt nicht an Nutella. Denk einfach an was anderes. Schmeckt gut. Darf ich mal probieren? Also ich schmecke keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Das schmeckt so ein bisschen mehr kakaoig vielleicht, ne? So ein bisschen mehr nach Kakao. Mhm. War schon anders. Echt? Ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Also nur dieses Kakao-Ding. Also ich bin bis jetzt sehr überrascht, muss ich sagen, von den veganen Produkten. Ich hätte mir das alles ein bisschen kritischer vorgestellt und ich wusste auch gar nicht, dass es so viele vegane Produkte gibt. Aber dieses Brot ist so der Burner für mich. Nice. Ich finde, das schmeckt so lecker. Ich brauche halt keinen Aufschnitt da drauf. Aber trotzdem, ich werde jetzt diesen veganen Schinkenspicker darauf essen. Hast du noch was zum Frühstück oder war es das schon? Hallo. Das kannst war's. Du noch reden? Das war's. Gut, weil ich glaube, wenn wir die Brötchen aufgegessen haben, sind wir auch satt. Naja, dann geht's beim Mittagessen weiter. Willkommen zurück zum Mittagessen. Worauf haben Sie denn Hunger? Ich will diese Chicken Nuggets probieren oder die Burger. Können wir die Burger machen? Ich würde sagen, die essen wir heute Abend, oder? So weil gespannt. Jetzt habe ich noch andere richtig leckere Sachen. Warte, ich hole die eben. Okay. Ich würde sagen, wir essen das hier. Eine bunte Mischung aus allem. Aber ich habe irgendwie richtig was Bock auf das? Dieses Ofengemüse. Ach, das sind die Frühlingsrollen. Und auf die Frühlingsrollen, oder? Nice. China-Röllchen heißen die, aber nicht Frühlingsrollen. Ja, nennen wir sie einfach Frühlingsrollen. Und du kannst die Nuggets dann noch essen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Wir können die auch heute Abend zum Burger machen, aber... Nein. Ich will jetzt probieren. Machen. Entweder Burger oder Nuggets. Ich bin so gespannt, wie die schmecken, ne? Diese Nuggets. Tom, ich glaube, so schmecken die ehrlich gesagt noch nicht. Die sind gut. Auch gefroren. Okay, also, die muss man Backofen? Im Backofen. Ja, dann können wir das in mit der Pfanne Gemüse. Kann man die auch machen. Lass das einfach mit dem Gemüse im Backofen. Im Backofen machen. 35 Minuten.
Wie lange brauchen die? 14 Minuten. Das heißt, das Gemüse muss erst rein. Und wie macht man die China-Röllchen? Ober-Unterhitze 12 Minuten. Dann können die eigentlich gleichzeitig mit... Ja, müssen die auch da rein. Ja. Als allererstes Gemüse. Ich bin echt gespannt. Das sieht lustig aus. Oh mein Gott, so. Sehr große Portion. Ich glaube, das ist eher für 4 Leute oder so. Oh mein Gott. 2 Portionen nur. Ja. Das ist so viel, so einfach. Sonst müssen wir diese ganzen Sachen erstmal klein schneiden. Die Zwiebeln, ich hasse es, Zwiebeln zu schneiden. Es ist so schlimm. Nach der Hälfte der Zubereitungszeit einmal wenden. Okay, dann kannst du jetzt in den Backofen. Einfach so jetzt? Ja. Und das andere noch nicht dazu? Nee, nee. Stellentimer. In der Zeit können wir ein bisschen das Haus aufräumen. Erstmal auf 14 Minuten oder 15 und dann kommt der Rest dazu. Okay. Oder 20. So, schauen wir mal. Das ist echt heiß. Die Kamera ist komplett beschlagen. Aber es riecht richtig lecker. Mhm. Nice. Das ist ja auch schon gewürzt, oder? Ich glaube schon. Okay, und jetzt kommen noch die Nuggets und jetzt schälen wir das mal ein bisschen runter. So, Nuggets und Frühlingsrollen. Aber da tun wir, glaube ich, noch nicht alle rein, oder? Das reicht, oder? Hier sind voll viele drin. Und hier ist sogar Süß-Sauersoße drin. Sogar mehrere. Nice, dann können wir das echt wieder einfrieren und dann nächstes Mal essen. Jetzt nochmal 14 Minuten. Leute, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wir wollen ja auch was dazulernen. Okay. Denn bei veganer Ernährung muss man nämlich darauf achten, dass man ja natürlich dadurch, dass man kein Fleisch und kein Fisch und solche Produkte isst, kann es zu einem Mangel kommen von Vitamin D, Eisen, Jod und zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Das heißt, habe ich, glaube ich, schon mal. Aber Leute, keine Angst davor, das heißt ja nicht, dass es bei jedem so ist. Und man kann da ja auch so Zusatzmittel nehmen, so Omega-3. Ja, genau, wir haben ja jetzt uns solche Tabletten geholt. So. Und es ist bestimmt bei jedem anders. Und wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, kann ich mir auch vorstellen, dass das... Also zum Beispiel Nüsse und so, die haben, glaube ich, auch gute Fettsäuren und so, die sind dann wichtig. Ja, also achtet drauf, nicht einfach nur drauf los vegan, sondern auch darauf achten, dass man alle Nährstoffe zu sich nimmt. Oh, das sieht aber lecker aus. Und das andere ist alles fertig? Die Nuggets sind so? Alles gleichzeitig fertig jetzt. Ach wow. Tom, du kannst es hier drauf tun. Wow, das war mal ein easy Mittagessen. Einfach alles in den Backofen tun. Was gibt's zu trinken? Holst du das gerade? Ja, warte. Nice, ich tue es schon mal auf. Ich glaube, da ist sogar Kürbis drin. Und Tom, ich habe noch was vorbereitet, damit das Ganze, also die Nuggets, nicht so trocken schmecken, habe ich ein paar Soßen vorbereitet. Oh mein Gott. Die sind alle vegan. Krass, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele vegane Sachen gibt. Es gibt sogar eine vegane Mayo. Und da ist ja immer eigentlich ein Ei drin. Echt? In Mayonnaise, ja. Und die ist einfach... Ah, nee, das ist Aioli gewesen. Das ist die vegane Mayo. Aber da steht auch Mayo. Nee, aber das ist Aioli, sorry. Mayo, vegan, Aioli. Ach so, okay. Die heißt, glaube ich, so. Aber das hier ist die Mayo. Und dann gibt es hier noch Tomatenketchup und Curryketchup. Gibt alles. Würde ich sagen. Jetzt muss es nur noch schmecken. Ja, bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ich habe das ehrlich gesagt auch alles noch nie probiert. Deshalb freue ich mich einfach. Gefällt dir das Video eigentlich? Ja, ich finde es mega cool. Also ehrlich gesagt möchte ich mich danach weiterhin so ernähren. Ich meine es ernst, es ist ehrlich gesagt einfach. Als ich einkaufen war, oder das jetzt auch, es gibt so viele vegane Produkte, das ist halt unnormal. Man muss halt auch auf nichts verzichten. So, wenn du Hunger auf Fleisch hast, dann isst du halt so eine Veggie-Wurst. Hä? Schmeckt genauso. Also ich bin auch, ehrlich gesagt, bis jetzt positiv überrascht. Ich will den Burger noch abwarten. Soll ich mal diese Mayo probieren? Ja. Schmeckt wirklich eigentlich wie Mayo. Eigentlich. Bisschen anders natürlich schon. Aber ich glaube, das ist wirklich alles eine Sache der Gewöhnung. Aha. Also ohne Witz jetzt. Ich glaube, das ist echt, also... Es ist ja nicht so, dass ich das ausspucken muss und sage, boah, das schmeckt gar nicht. Aber hier ist noch für deine Frühlings- Ah, nice. Soße. Ist aber... Tom hat sich jetzt für den normalen Ketchup entschieden und hat er schon so, anders stimmt, geschmeckt? Ich habe schon probiert, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, du hast da gerade abgeleckt. Ja. Tom so, ach, ich habe gar nichts geschmeckt. Oder einfach kein Unterschied zu normalen Ketchup. So, jetzt werden die Veggie Nuggets in den Tomaten-Ketchup getunkt. Also, der Ketchup schmeckt irgendwie ganz normal. Bei den Nuggets, die sind auch lecker, aber man schmeckt dieses Pflanzliche, muss ich sagen. Ja. Das schmeckt natürlich nicht wie Fleisch. Aber es ist schon gut, oder? Ja. Jetzt werde ich mal diese Frühlingsrollen testen, die eigentlich China-Röllchen heißen. Die sind richtig lecker, Tom. Wir müssen das Ofengemüse auch mal probieren. Das sieht nämlich auch delicious aus. Kann man alles essen. Das ist fantastisch. Kann man alles essen. Und was sagst du zum Ofengemüse? Ist nice. Vor allem Kürbis ist geil. Ja, ne? Finde ich auch richtig nice da dran. Hast du auch irgendwie so Durst? Ja.
Ich habe auch was zu trinken, warte. Ich habe das hier mitgenommen. Schau mal, hier stand extra so ein veganes Zeichen drauf. Und deshalb war ich mir hundertprozentig sicher, dass das vegan ist. Trübe Zitrone. Ich dachte, das passt doch super, oder? Zum ja. Essen so. Hier für die Zuschauer, ich kann auch essen. Ich habe die Zuschauer gefüttert. Ah, ganz normal. So, leichte Limo. Bin gespannt, wie Mund das auf. So viele Getränke sind, glaube ich, einfach vegan. Aber ja. Da stand es auf jeden Fall drauf. Da war ich mir dann hundertprozentig sicher, dass es vegan ist. Das ist nice, weil es nicht zu süß ist. Das ist wirklich dieses leichte Limo. Das ist echt gut. Nicht so komplett süß wie sonst immer so Limonaden. Guten Appetit. Ist das nicht ein tolles Video, Tom? Ja. Ich glaube, der Burger heute Abend wird auch nochmal richtig gut werden. Da bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. So, jetzt probiere ich mal hier diesen Nugget. Ja, man schmeckt das pflanzlich auf jeden Fall. Man schmeckt, es ist pflanzlich. Es schmeckt halt nicht so sehr nach Nugget, aber es ist halt trotzdem lecker. Weißt du? Ja. Das ist jetzt nicht eklig. Man darf, glaube ich, wenn man das isst, nicht an ein Original Chicken Nugget denken. Weil dann kann man ja auch einfach ein Original Chicken Nugget essen. Ja. Tom isst jetzt gerade diese Frühlingsrollen oder China-Rollchen. Was sagst du dazu? Schmecken wie immer, oder? Die schmecken doch so gut, oder? Kann man machen. Wir haben leider nicht so viele gemacht. Ja. Hast du noch einen Nachtisch eigentlich? Ja, ich habe noch was Kleines. Aber irgendwie habe ich das vergessen. Wie konnte mir das passieren? Und was sagst du zur Mayo? Aioli. Oh. Es ist gerade so ein Mix an Geschmäckern in meinem Mund. Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Ketchup, Frühlingsrolle, Nuggets, Mayo, Gemüse. Das hatten wir, glaube ich, noch nie in diesen Essensvideos, dass wir mal so ein zueinander passendes Gericht hatten. Sonst war das immer so kreuz und quer. Aber das ist echt... Aber ich muss halt sagen, also ich glaube, keiner würde das in Kombination alles miteinander essen, oder? Na, das stimmt auch. Jetzt kommt der Nachtisch. Und zwar... Das hier! Eine vegane Schokolade. Schokolade, weiße Schokolade. Ja, und das fand ich halt so cool, weil sonst gibt es ja immer irgendwie diese richtig dunkel-schwarze Schokolade. Und die mag ich irgendwie gar nicht gerne. Und jetzt habe ich diese weiße Schokolade gefunden und dachte, die muss ich mitnehmen als Nachtisch. Roasted Almond. Ja, ich dachte, das hörte sich nice an irgendwie, oder? Irgendwie komisch aus. Sieht echt komisch aus. Ist da wieder Hafer drin? Wahrscheinlich, mit Hafermilch oder so. Nee, auf Mandelbasis steht hier. Und? Eigentlich ganz nice. Echt? Schmeckt das dann wie Schokolade? Nö, hat irgendwie eine andere Konsistenz. Ich kann es nicht beschreiben. Probier du mal. Ganz anders irgendwie, ne? Und das schmeckt wieder nach Wasser. Ich finde solche Produkte, die schmecken immer sehr geschmackslos, finde ich die immer. Ich glaube, die nehmen da wirklich irgendwie anstatt Milch oder Wasser oder so. Aber Hella mundet es und sie wird die ganze Schokolade auffuttern. Ich freue mich auf die Burger, aber Hella muss jetzt erstmal in den Stall und danach machen wir Burger. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Jetzt geht's weiter mit dem Abendessen. Ich habe auch schon richtig Hunger, ehrlich gesagt. Es gibt das hier. Alter, das Boulette ist so viel. Mit Pommes. Geil. Ja, Süßkartoffelpommes und Guacamole. Das können wir auf die Bouletten drauf tun. Oder als Dip. Wie nice ist das denn? Bin so gespannt. Erstmal schauen, wie wir das zubereiten, damit wir den Backofen gegebenenfalls schon anschalten. Ober-Unterhitze 20 Minuten. Pfanne, ja. Mit etwas Fett bei kleiner bis mittlerer Hitze ca. 15 Minuten ab und zu wenden. Wollen wir die in der Pfanne machen? Das Problem sehe ich hierbei. Dip aus Avocado tiefgefroren und hier steht, den Beutel mit Raumtemperatur ca. 3,5 Stunden auftauen. Hella, nein. Das heißt halt nicht aufgetaut. Nein. Unsere Mikrowelle hat einen Defrost-Modus. Echt? Wir nutzen den jetzt einfach mal. Ja, mega gut. Oh mein Gott, das sieht ja so witzig aus. Ich liebe halt Guacamole. Richtig Guacamole. Nice. Guacamole. Bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich glaube, es reicht, wenn wir erstmal einnehmen. Ist ja das glaube ich auch. Das ist ja so echt zu viel. Genau, und dann machen wir jetzt hier das einfach in den Backofen. Und das braten wir in der Pfanne. Tun wir noch was anderes auf den Burger drauf? Ja, ich habe noch Salat, Tomaten, sowas halt. Sehr gut, das ist nice. Sind die auch vegan? Ja. Sicher? Ja. Ist da kein Fruchtfleisch dran? Oh, nicht schon wieder der gleiche Joke. Wirklich, raste du aus. Ich rasch da aus, Alter. Ich rasch komplett aus. Okay, ich bring das hier weg und tu das in die Mikrowelle. Und dann machen wir Burger. Oh mein Gott, wieso bist du so aggressiv? Vor allen Dingen, die wollen vielleicht noch mal zumachen. Meinst du, wir machen jetzt alle auf einmal? Ja. Ja. Ja, komm. Wir haben Hunger. Okay, nice. Wirklich nice. Vor allen Dingen, es ist halt immer das Schlimmste, diese Süßkartoffeln zu schneiden. Ja, das stimmt. Also ich finde so, manchmal macht es ja auch echt Spaß, dann zu kochen. Aber so im Alltag, wenn wir so Stress haben, dann ist sowas halt schon praktischer für uns. Vor allen Dingen, wenn man dann noch selber einkaufen muss. Also wenn man
So ist einmal Premium. Ich würde sagen, die Pommes können wir hier schon mal reintun. Die müssen jetzt 20 Minuten hier drin bleiben. Und dann kümmern wir uns um die Buletten. Richtig nice. Ich habe mich so gefreut den ganzen Tag auf den Burger. Ja, das ist richtig nice. Ich freue mich auch. 20 Minuten müssen die Pommes? Genau. Okay. Sollten wir nicht vielleicht erstmal den Salat und so schneiden? Das machen wir in der Zeit. Okay, während du die Buletten machst, fange ich mal an, den Salat zu zupfen und zu waschen. Hella, was machst du da? Nichts. Wieso? Es hat geklappt. Echt? Wie nice. Ja. Können wir die ja jetzt irgendwie in eine Schüssel tun? Die Buletten kommen jetzt auch endlich zum Einsatz und die sehen einfach mal aus wie eine echte, oder? Das Mahl ist vorbereitet. Wie weit sind die Buletten? Die Buletten? Oh Gott. Hella, die sind schon alle fertig, die Brötchen. Die, oh nee. Zeig mal die Buletten. Ach so, ich dachte, du meintest die Brötchen. Nein. So sehen die Buletten aus. Oh mein Gott, die sehen richtig juicy aus. Oh ja, und die fühlen sich auch so ganz weich an. Ich glaube, die brauchen auch nicht mehr lange. Ich glaube, die sind fertig. Ja, glaube ich auch. Kannst ausmachen. Also, die Pommes brauchen noch 4 Minuten. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ja, dann tu die schon mal auf die Burgerbrötchen. Ja, ich mache die da einfach schon mal drauf. Ein bisschen angebrannt, Hella. Hallo? Nichts gegen meinen Kochstil. Was ich mir nur frage ist, wieso du die nicht auf die Unterseite legst. Bei beiden hast du die auf die Unterseite gelegt. So, schauen wir mal. Die Pommes sehen eigentlich auch gut aus. Oh, die müssen noch im Moment. Stinken die oder was? Nein, da kam sehr viel gerade. Wir müssen das mal eben hier auf die Unterseite legen, damit wir es gleich auch schön belegen können. Der Timer hat gerade geklingelt. Warum isst du schon die Tomaten, Hella? Tu sie wieder raus. Ich tu sie wieder raus. Das ist noch ekliger. Soll ich jetzt die Pommes holen? Ah, ja. Was ist das hier? Ich wollte nachher hinmarschieren. Okay, hol sie raus, die kleinen Würstchen. Nee, Würstchen sind nicht vegan. Man merkt, der Tag ist lang. Wow. Hatten wir schon. Nimm doch einfach ganz normal, wie jeder andere Mensch, das hier. Meine Güte. Kannst du das nehmen? Wir müssen das doch würzen, eine oder? Pommes. Wir müssen das noch würzen. Ja, Gewürze stehen da schon. Gewürze stehen da schon. Ja, habe ich da hingestellt. Ach, wir haben gar kein Pommesgewürz. Hella, eine Sache noch. Ja. Was gibt's zu trinken? Haben wir noch was zu trinken? Mach Augenkuh. Was? Weil es kommt jetzt was richtig Gutes. Okay. Ich probiere schon mal eine Pommes. Heiß und nice. Wir müssen aber noch ein bisschen gewürzt werden. Mit Salt und Pepper mache ich jetzt. Das ist super vegan. Wasser. Leitungswasser. Na toll. Ich hoffe, da ist keine Fliege drin ertrunken, weil sonst wäre es nicht mehr vegan. Das stimmt. Okay. Dann beleg mal deinen Burger. Ich mache als allererstes Ketchup drauf. Mayo mache ich da jetzt auch noch mit drauf. Jetzt mach hinne, Mann. Ich habe Hunger. Guac. Guac? Come nice, on. Ey. Oh, lecker. Da mache ich jetzt richtig viel drauf. Nein, das reicht, Hella. Sonst läuft ja gleich über. Salat. Ich mache erst den Salat. Jetzt mache ich die festgeklebte Bulette. So, die sieht richtig gut aus. Seht ihr das? Eine Scheibe Tomato. Und jetzt, Tom, du musst es auch machen. Das ist rutschig von deinen Fettfingern. Ja, genau. Ja, ohne Witz. Nee, ich krieg's nicht hin. Einfach ohne Gurken. Mann, ich wollte so gerne eine Gurke da drauf haben. Ja, dann musst du es aufmachen. Okay, gib her. Hella! Das geht auch noch nicht. Gleich ist die Gabel kaputt. Nein, 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 Hella. Nein. Stopp! Ja. Geschafft. Oh mein Gott. Wow. Legst du da jetzt so eine Gurke drauf, oder was? Ja. Andere Leute suchen die Gurkenscheiben von ihren Burgern runter und du legst da freiwillig eine. Mm. Sieh zu jetzt, ich hab Hunger. 10 Jahre später ist Hella immer noch am Burger belegen. So? Seit wann bist du so perfektionistisch, Hella? Wirklich? Nice. Das Geräusch dazu. So sieht mein geiler Burger aus. Jetzt noch ein paar Pommes. Das ist echt nice. Richtig lecker, oder? Mein Burger ist jetzt auch fertig. Sieht richtig fresh aus. Das sieht so gut aus, wow. Ja, und der hat nur 1 Minute gedauert. Okay, dann mal guten. Ich werde jetzt in diesen super hammer mega nice Burger reinbeißen. Ich bin so gespannt. Bon Appetit. Wie diese Bulette. Hör auf zu schnacken, Kopf in den Nacken. Der sieht sehr saftig aus, auf jeden Fall. Also man sieht es an deinem Gesicht an, dass es scheinbar schmecken muss. Lecker. Mega nice. Echt? Übertreib. Sie inhaliert den richtig. Leg den mal ab jetzt. Mach mal halblang. Er sieht richtig lecker aus. Nice, oder? Ist in Ordnung. Von der Konsistenz halt sehr weich. So. Ja, alles sehr weich, ne? Ja. Mhm. Aber ist echt geil. Also, dafür, dass der vegan ist. Ja, der ist einfach komplett vegan. Man glaubt es halt nicht. Weiß nicht. Also, ich bin echt geflasht von diesem Tag. Ich bin einfach geflasht. Ja, oder? Mhm. Ich finde, man sollte das einfach ausprobieren. Mhm. Einfach mal vegan leben und dann sieht man auch, dass es gar nicht so krass ist, wie man denkt. Ja, also ich finde,
auch so vor allen Dingen so krass schwierig ist, wie man denkt. Man kann keinen zu seinem Glück zwingen. So, ich zum Beispiel würde jetzt auch nicht sagen, dass ich von heute auf morgen vegan leben will. Aber naja, man kann ja wenigstens manchmal drauf achten. Und wenn man im Supermarkt ist, die Entscheidung hat zwischen den Burger-Buletten vegan oder Fleisch, vielleicht einfach mal die veganen mitnehmen. Ich finde es halt echt nice. Kann nicht schaden. Also, ich werde, glaube ich, kein Veganer, aber ich werde wohl vielleicht öfters vegane Sachen probieren, bevorzugen. Ja. Ja? Super Einstellung, Tommy. Super, wow, wirklich. Mhm. Also, finde ich mega. Ich bin aber auch überrascht, wie viele Produkte es gibt. Ich habe mich damit ja nie auseinandergesetzt. Also, das was ist du da krass, alles ne? angestellt und hast. Und ich meine, also, ich hätte noch mehr kaufen können. Mhm. Es ist nicht so, dass das die einzigen Produkte waren, sondern ich hätte noch viel mehr kaufen können. Weißt du, was mir heute eingefallen ist, was noch vegan ist? Was denn? Deine die Lieblingssüßigkeit. Oh Katja, mein Gott, Katja, ist stimmt. Vegan. Die sind halt auch vegan. Ja, alles so ist crazy. Vegan gefühlt. Richtig viele Sachen sind vegan. Ja, man denkt es echt nicht, ne? Aber ja, wirklich, das ist echt krass. Also der Burger ist echt lecker. Das ist wirklich, der ist wirklich lecker. Leute, das war wirklich ein Gaumenschmalz. Ein Gaumenschmalz. Echt lecker. Sogar die Kartoffeln haben wir... Kartoffeln, die süßen Kartoffelpommes haben wir fast aufgegessen. Ich bin sowas von satt, also wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. War ein mega nices Video. Ich finde, es lohnt sich, das auf jeden Fall einmal auszuprobieren, so vegan zu sein oder so. Es ist einfach nice. Also ich muss sagen, jetzt vor allen Dingen, wo ich vegetarisch die ganze Zeit bin, es macht mir einfach richtig viel Spaß und vor allen Dingen hat man nicht immer dieses schlechte Gewissen dann irgendwie. Ja. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich dann irgendwie so Tierchen esse. Ja. Aber das ist ja jeder so, wie er meint. Gibt ja, ja auch glückliche Tiere, die man essen kann. Das stimmt. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Woche oder einen Monat vegan. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und bis dahin, gesund bleiben. Wir sehen uns. Tschüss.